Du interessierst dich für das Thema Solarenergie und hast davon auch relativ wenig Ahnung. Nun, dann sind wir schon zu zweit, aber keine Angst, ich habe mich für uns beide ein bisschen reingefuchst und möchte dir heute ein bisschen meine Erfahrungen teilhaben lassen. Bisher habe ich ja immer so eine kleine Solarstation für mich benutzt auf meinen kleinen Touren, aber ich habe festgestellt, für die größeren Sachen reicht mir die Energie eben nicht und deshalb habe ich ein bisschen aufgerüstet. Bevor du dir also jetzt auch selbst eine Anlage zulegen möchtest, solltest du erstmal ermitteln, was genau dein Strombedarf ist, also wie viel Energie brauchst du tatsächlich. Und das kannst du relativ einfach herausfinden. Du brauchst dann nur auf die Akkus oder auf die Ladegeräte drauf zu schauen. Da steht das hinten drauf. Ich zeige dir das mal. Hier hinten auf diesem kleinen Akku steht zum Beispiel drauf 3400 mA. Das wären dann äquivalent zu 3,4 Ampere. Bei den Kameras verhält sich das genau gleich. Hier habe ich jetzt einen von meiner Action-Kameras. Hier steht jetzt drauf 1240, was dann äquivalent ist zu 1,24 Ampere. Ja, und dieses Spiel machst du dann ganz einfach mit all deinen Akkus oder Ladegeräten und schreibst dann alles schön auf den Zettel und so kannst du ermitteln, wie viel Energiebedarf du eigentlich genau hast. Alle meine Akkus, um durchzugehen, werden ein bisschen übertrieben, denn ich bin tatsächlich im Besitz von 6 Kameras, einer Flugdrohne und ungefähr 20 von diesen 3400 mAh Batterien. Einfach nur, um euch mal eine Idee zu geben, wie viel Energie ich eigentlich tatsächlich brauche. Vor allem, wenn ich mal auf längeren Touren bin. Ich bin ja auch gerne mal eine ganze Woche oder länger weg. Da ist es natürlich dann ja, wichtig oder entscheidend für mich, damit ich das filmisch dokumentieren kann, dass ich die Dinge auch jederzeit wieder aufladen kann. Für dich wäre das Ganze vielleicht interessant, weil du gerne auf Motorradtreffen gehst, einen kleinen Campingwagen hast, einen Campinganhänger oder ähnliches, wo man eben Energie brauchen könnte. Deswegen für dich, ermittel dir das, schreib es auf und sammle die Informationen und dann geht es eigentlich hier schon wieder weiter. Ich versuche das Ganze jetzt erstmal so zu filmen, dass man hier keine Logos sieht, denn darum geht es ja erstmal nicht, sondern es geht hier um die blanken Informationen und wie man sich da am besten ein bisschen reinfuchsen kann. Ich habe jetzt hier eine 120 Ampere Batterie. Das erinnert ein bisschen an so eine Autobatterie. Dann habe ich hier einen Wechselrichter und dann natürlich noch einen Laderegler. Hier ist sogar ein Display mit drauf, der mir nachher wirklich anzeigt, wie viel Energie ich noch in meiner Batterie habe oder ich eben zulade durch das Solarmodul. Ja, und dieser Brocken ist dann das Solarmodul. Ich baue das mal auf und zeige euch, wie das ganze Ding dann so ausschaut. So wie ihr seht, die Solartasche hat hier natürlich schon eine amtliche Größe. Die brauche ich aber auch, weil ich natürlich einen sehr hohen Energiebedarf habe. Wie ihr seht, hat das Ganze auch Standfüße hinten dran. Das heißt, ich kann das immer wunderbar in die Sonne ausrichten. Eine logische Konsequenz ist natürlich, desto größer euer Solarpanel ist, desto mehr Strom könnt ihr erzeugen und desto schneller sind natürlich wieder eure Sachen geladen. In dem Fall entweder die Batterie oder eben die Akkus, die ihr direkt anschließt. Auf der Rückseite von der Solartasche haben wir hier hinten direkt alle Kabel, die wir benötigen. Das Ding klappst du einfach auf und dann hast du hier schon so einen Stecker. Also echt relativ einfach gehalten das Ganze. Dann haben wir hier die Kabel schon alle vorbereitet. Das kommt also so alles schon fertig. Ja? Ihr müsst da nichts für können. Dann wird das hier hinten einfach nur noch zusammengesteckt. So, dann haben wir hier eben an der Batterie ein Plus und ein Minus. Ganz normal. Da sind dann so Kappen drauf, die nimmst du hier einfach runter. Und dann haben wir hier so kleine Spanngurte, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Das ist jetzt im Grunde die Verbindung zum Wechselrichter, also diesen Apparat hier. Das wird einfach hier aufgeklappt, draufgestülpt, zugemacht und fertig. So. Dann wird das einfach hier festgeklappt und ihr seht, das ist wirklich idiotensicher, ja. Wenn das sogar ich hinbekomme, dann ist das für euch auf jeden Fall gar kein Problem. Das ganze Ding wird nämlich so angeliefert. Und dann haben wir hier schon, wie erwähnt, auf dem Display unsere ersten Informationen. Wie wir sehen, hier haben wir jetzt die 12,6 Volt stehen und auch eine Batterie, die uns angezeigt wird. Ja, das Zeichen hier steht auf voll. Ganz voll wäre sie jetzt allerdings bei 13 Volt. Ja, das ist also schon recht gut. Und da garantiert die Frage kommen wir, da ich ja vorhin die ganze Zeit von Ampere gesprochen habe und jetzt hier auf diesem Gerät nur Volt angezeigt werden, warum denn so ist, beziehungsweise ob man das auch anders handhaben könnte. Ja, man könnte das nochmal anders handhaben.
Ich habe darauf aber verzichtet, weil das nochmal ein extra Zusatzbauteil wäre, den man hier mit dran schließen müsste, damit man einfach die Ampere ablesen könnte. Brauche ich für mich nicht, weil ich weiß, ich habe hier 120 zur Verfügung und das Ganze läuft dann eben auf 13 Volt. Das wird mir eben hier angezeigt und geht langsam runter. Sobald ich eben die 10 Volt erreicht habe, weiß ich, also von der Spannung her, da lässt er so ein bisschen nach, bei 10 Volt ist einfach für mich Schicht im Schacht und ab da müsste ich dann einfach wieder anfangen zu laden. Theoretisch möglich, für mich aber zu aufwendig und dann wird es einfach nur wieder super kompliziert. Und kompliziert brauche ich nicht. An der Rückseite haben wir hier übrigens noch einen kleinen USB-Anschluss. Das heißt, ihr könnt jetzt immer direkt, da dieses Gerät ja hier direkt mit dem Solarpanel verknüpft ist, hier einen Schnellschluss dran machen, für zum Beispiel fürs Handy, um das mal schnell nebenher aufzuladen. So, und hier hinten am Wechselrichter könnt ihr sehen, da haben wir nochmal eine 220 Volt Steckdose. Hier könnt ihr natürlich jetzt so einen Doppelstecker oder Multistecker hinten dran machen und dann mehrere Dinge gleichzeitig damit laden. Ebenso habt ihr nochmal eine kleine USB-Steckdose. Ziemlich cool. Ein- und ausschalten. Okay, da war ein lustiges Geräusch. Und das Schöne an der Geschichte ist jetzt, wenn diese Batterie, die ja, auf 13 Volt läuft, wie gesagt, runtergeladen wird, eben durch Verbrauch, tut der Wechselrichter für mich, weil ich ja so ein Dolly bin und da garantiert nicht drauf achten werde, das weiß ich jetzt schon, ich schließe einfach alles an und mache dann einfach irgendwas nebenher, hat das Ding eine Abschaltfunktion, das heißt bei 10,5 Volt schaltet das Teil einfach aus, um zu verhindern, dass die Batterie eben komplett entladen wird und garantiert mir so natürlich eine viel längere Lebenszeit. Ein weiteres cooles Feature, das ich dazu genommen habe, ist jetzt hier sowas wie ein Zigarettenanzünder. Das sieht einfach nur so aus. Das hat hier zwei so kleine Schlaufen dran. Und diese kleinen Schlaufen kann ich hier an den Wechselrichter dran montieren. Das heißt, ich schraube das hier einfach ab, setze das Teil hier dran, kann es hiermit anschließen am Zigarettenanzünder im Auto und kann nebenher über die Steckdose wieder meine 220 Volt anschließen und kann somit wieder alle meine Akkus und was sonst nur noch anfällig ist, direkt während der Autofahrt die ganze Zeit laden. Falls ihr im Übrigen mal irgendwann die Spannung verwechselt, das heißt das Minus auf Plus oder Plus auf Minus und das Ganze bekommt einen kleinen Kurzschluss, habe ich mir natürlich noch so kleine Sicherungen dazu genommen. Dazu einfach das Alugehäuse oben kurz aufschrauben und dann ähnlich wie bei einem Auto, sehen ja auch so aus, die Dinger wechseln und dann ist fertig das Ding. Und schon kann es wieder weitergehen und man hat hoffentlich was gelernt. So, nur um euch einfach mal ein Beispiel zu geben, wie viel Bums diese Anlage eigentlich hat, werde ich jetzt mal an dieses Gerät meine Lichttechnik anschließen. Lichttechnik? Ach ja. Das Ding macht also richtig Alarm. Dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. So, Licht aus. Gerät an. Und es wird Licht. Absolut mega. Irgendwie mag ich den lustigen Sound, dass das Ding da macht. Also wie ihr gesehen habt, ist das Konzept wirklich, wirklich super einfach. Ja? Und jetzt gehen wir noch ein paar kleine Zahlen durch, damit ihr auch richtig versteht, um was es hier eigentlich genau mir jetzt gegangen ist, für die Bedürfnisse, die ich habe, die ihr für euch dann wieder natürlich ableiten könnt und für euch das optimale Solarpanel oder eben auch eine Solarinselstation euch zusammenstellen könnt. So, ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, dass es sich jeder irgendwie besser vorstellen kann. Stell dir also vor, du hast einen Fahrradschlauch, einen Autoreifen und einen LKW-Reifen. Jeder dieser Reifen benötigt einen verschiedenen Druck, damit er nachher voll ist. So wie es eben auch beim Akku ist. Du hast da jetzt als Beispiel 2 Ampere, 4 Ampere und 8 Ampere für jeweils den Fahrradreifen, Autoreifen oder eben den LKW-Reifen. Jetzt hast du hier allerdings nur so eine kleine Pumpe und diese kleine Pumpe kann jetzt zum Beispiel, wenn du es schaffst, schnell zu pumpen, 2 Bar in der Stunde rausdrücken. So, wenn du jetzt also einen Akku hast, der 2 Bar oder 2 Ampere hat, brauchst du Pi mal Daumen eine Stunde, bis das Ding voll ist. Wenn du jetzt einen Reifen hast, der eben die 8 Bar hat, hast aber trotzdem nur die Pumpe mit den 2 Bar, dann benötigst du eben 4 Stunden, um diesen LKW-Reifen voll zu pumpen. Ist natürlich Monster Kraftaufwand, aber tut auch was gegen die Flügel hier, ne? Also von dem her alles gut. So, aber versucht euch jetzt mal das so vorzustellen. Ihr seid dann hier fleißig am Pumpen und jetzt habt ihr die Idee, ihr möchtet jetzt gleichzeitig
einen Fahrradreifen, einen Autoreifen und den LKW-Reifen aufpumpen. Ja, jetzt wird die Luft ja überall so ein bisschen verteilt und du bist hier am Pumpen, 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 Pumpen. Und das tut natürlich die ganze Geschichte etwas verlangsamen. So. Und deswegen habe ich mir so eine 120 Ampere Batterie besorgt und eben ein leistungsstarkes Solarpanel, damit ich all diese Dinge gleichzeitig machen kann, selbst ohne Energie von der Batterie zu nehmen, denn die Solarstation ist so kräftig, dass sie all diese Dinge gleichzeitig machen kann, ohne dass es Energie von der Batterie nimmt. Wenn jetzt natürlich irgendwann mal die Sonne nicht mehr da ist, sagen wir mal, es regnet draußen oder es ist schlicht und ergreifend Nacht, ja, und du willst jetzt zum Beispiel Fernsehen schauen oder ähnliches, kannst du natürlich hier auf die Batterie zurückgreifen. Der einzige wichtige Punkt, den ihr wissen müsst, ist bei der Bedienung von solchen Geschichten, dass ihr diese Batterien nie komplett entladen dürft. Das heißt, ein klein bisschen Ladedisziplin gehört mit dazu. Wenn wir jetzt sagen, diese Batterie hat 120 Ampere, solltest du ja so 50 Ampere Verbrauch nehmen. 60 wäre so die äußerste Grenze, aber nicht wirklich drunter gehen, denn das schrottet schlicht und ergreifend die Batterie. Bei der Größe dieses Solarmoduls und bei der Qualität, die ich da genommen habe, habe ich natürlich auch den Vorteil, dass wenn mal etwas bewölkt ist, dass ich trotzdem Energie laden kann. Warum also das Ganze verschwenden? Die Sonne scheint ja nicht zum Spaß, sondern um mir das Leben leichter zu machen und meinen Geldbeutel ein bisschen langfristiger zu sparen. Ja, warum nicht? Wenn du jetzt also genau weißt, wie viele von diesen Autoreifen, LKW-Reifen oder Fahrradschläuche du eben aufpumpen musst, schreib dir das alles schön auf den Zettel drauf, damit du deinen genauen Energiebedarf weißt. Und dann machst du das genauso, wie ich das gemacht habe. Du rufst nämlich den Marcel an. Der Marcel ist nämlich jemand, der ist damit ein Profi und der hat es geschafft, so eine Hohlbirne wie mir genau zu erklären und mit mir zusammen zu ermitteln, was für mich die beste Station ist, um nicht unnötig viel Geld auszugeben. Denn diese Geschichten sind natürlich nicht ganz kostengünstig und da möchtest du dann lieber nochmal zusätzlich jemanden haben, eine Fachkraft, die dir das mit dir nochmal genau durchrechnet und dir das im Idealfall sogar noch besser erklären kann als ich. Die Nummer dazu und die Seite, wo ich mich jetzt hier zugegriffen habe, die verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Schaut da also rein, wenn euch das auch interessiert. Und keine Angst, der Marcel ist echt ein netter Typ. Ruft den einfach an oder schreibt eine E-Mail. Und angenommenerweise, ich stelle jetzt fest, dass diese Energie oder meine Energieverbrauch, den ich gehabt habe, wird nun durch die Zeit irgendwie dann doch noch mehr, weil ich vielleicht noch einen kleinen Kühlschrank dranhängen möchte oder sowas, habe ich jederzeit die Möglichkeit, bei genau diesem System, was ich mir jetzt ausgesucht habe, das ganz einfach zu erweitern. Das heißt, ich kann einfach nochmal eine andere Batterie dranhängen, eine größere, kann das Ganze daisy-chainen, also miteinander verbinden, so in der Art. Und das macht natürlich dann nochmal das Ganze für mich wieder, die Investition, attraktiver, weil ich weiß, ich investiere nicht in etwas, was dann mir irgendwann nicht mehr reicht, dann muss ich es wegmachen und mir was Größeres zulegen, sondern ich kann mein vorhandenes System einfach erweitern. Die Steigerung zu diesem Konzept habe ich jetzt eben gemacht, weil ich ja eine Schwedentour gerade plane. Da wird es natürlich dann auch eine Videoreihe bei mir geben. Vergesst also nicht zu abonnieren, wenn ihr dann diese super Aufnahmen mit meinen toll frisch geladenen Akkus sehen wollt und nicht verpassen wollt. Macht ja sogar noch ein kleines Klingelchen oben an. Würde mich freuen. So, diese Solarstation, die ich jetzt habe, die liegt jetzt natürlich eher noch ein bisschen rustikal, sage ich mal, so beieinander. Falls ihr natürlich den Platz haben solltet, nehmt euch einfach ein kleines Brett und da könnt ihr die ganzen Komponenten draufschrauben. Dann liegt das Ganze nicht so lose rum. Bei mir ist es ja so, ich muss das immer in meinen kleinen Opel reinpacken, wieder rauspacken und so weiter. Deswegen habe ich das erstmal so lose gelassen, bis ich so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe, ob ich das mit dem Brett oder so ähnlich machen möchte oder nicht. Alternativ dazu gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn ihr wisst, ihr habt zum Beispiel so ein T5, T4 oder irgendwie so ein Fahrzeug, was einfach mehr Platz hat. Beim Marcel könnt ihr euch das Ganze auch maßschneidern lassen. Dann habt ihr das Ganze in so einer Kiste drinnen, die ihr einfach wirklich so ins Auto reinstellen könnt oder dann eben so wieder in den Keller runter, falls ihr es nicht mehr brauchen solltet, weil es hier natürlich schon ein bisschen Gewicht hat, das Ganze. Ne? Aber nur, dass ihr das eben wisst, man muss halt nicht so Larifari wie ich da rumliegen haben. Ihr könnt euch das Ganze auch einfach zusammenbasteln lassen, dann bekommt ihr so als ein fertiges Paket. Ich hoffe, dass das Video für den einen oder anderen wieder etwas Brauchbares an Informationen hatte. Würde mich natürlich, wenn es so war, über ein kleines Like freuen. Bei Fragen selbstverständlich wie immer unten in die Kommentare. Alle Links zu meinen Instagram und Facebook. Dort findet ihr immer die schönsten Bilder zu all meinen Touren. Findet ihr unten in der Videobeschreibung oder eben als ersten angepinnten Kommentar. Würde mich mega freuen, euch dort zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Projekt, falls ihr abonniert. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.